Und sein Gegner in der roten Ecke. Und sein Gegner aus der roten Ecke wird sein aus dem Taftchen Yasan Pirit Singh. So, und das Hauptprogramm geht los mit Yasan Pirit gegen Justin. Jetzt läuft das Ganze hier schon ein wenig kontrollierter ab. Justin in der Linksauslage und Yasan Pirit in der Rechtsauslage. Schönes Knie von Justin. Sehr schöner abgeklärter Kampf von allen beiden. Super Kick zur Leber von Yasan Pirit. Schönes Knie. Schöner Treffer im Infight. Sehr schöne Treffer von Justin im Infight. Schöne Knie. Die Knie sind voll drin. Und jetzt übernimmt Yasan Pirit und Pause in der ersten, nach der ersten Runde. Und beide sind nach der Pause wieder richtig frisch und der Kampf kann weitergehen.
Ah, schöner Schlagabtausch gleich in den ersten Sekunden. Ja, Yassin Pilic will das Ding jetzt wenden. Schöne Treffer von Yassin Pilic. Ja, jetzt wird er an die Seile gedrückt. Schönes Knie. Ja, Justin muss ein bisschen mehr drücken. Und Justin hat seinen Mundschutz verloren. Der muss erstmal wieder eingesetzt werden. Und der Kampf kann weitergehen. Kleine Pause für beide Kämpfer. Jetzt nochmal ein wilder Schlagabtausch. Schönes Knie von Justin. Sekunden haben eingesetzt, denke ich. Und die nächste Pause fängt an. Zweite Pause. Sehr ausgeglichener, starker Kampf. Das Hauptprogramm des Abends wird super eingeleitet. Und die letzte und dritte Runde allein gefangen. Jetzt geht es nochmal los mit dem fulminanten Schlagabtausch. Sehr schöner Kick von Justin. Ah, ich habe das Gefühl, das Ding geht so langsam die Puste aus. Und Justin gewinnt ein wenig an Überhand. Da sollte jetzt dazwischen gehen, bevor Justin sich noch sicherer fühlt. Schönes Knie von Yassin Pilic. Die Luft wird dünn da oben. Ich denke, in einer beiden Runden ein Name noch über seinen Schatten springt und ein bisschen Gas gibt, dann könnte er das hier noch vorzeitig beenden, das Ganze.
Und die dritte und letzte Runde ist vorbei. Ein sehr schöner Kampf von Yassin Piricin gegen Justin Göbel. Wir warten geduldig auf die Punktrichterauswertung. So, nochmal ein knackigen Applaus für beide Kämpfer. Und Yassin Piricin hat das Ding gewonnen. Sehr starker Kampf.